Willkommen zurück zu Ultimate General Civil War, wo wir beim letzten Mal eine größere Schlacht in Stones River zu schlagen hatten. Jetzt haben wir vor der nächsten größeren Schlacht in Chancellorsville, haben wir noch ein paar kleinere schon mit zu erledigen. Zum Beispiel in Franklin. Obwohl, das ist anscheinend zeitlich vorher passiert. Dann machen wir Blackwater Heights, wir machen das hier in der chronologischen Reihenfolge. March ist vor April und dann, ne? Gut. Machen wir Blackwater Heights dann? Okay. Wir brauchen Vorräte für unsere Armee, die in der Nähe von Chancellorsville stationiert ist, und wir sollen eine Expedition in den Südosten von Virginia managen. Wir sollen in das Gebiet vordringen und so viel Vorräte wie möglich zusammensammeln. Okay. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal eine unserer guten Brigaden dafür machen, anstatt wieder unsere dritte zu trainieren. Dritte hat jetzt, glaube ich, genug Möglichkeiten, mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich würde lieber versuchen, unsere Verluste zu minimieren, noch ein paar von unseren Einheiten auf Stufe 3 Status zu bringen und sowas. Deswegen nehmen wir mal das erste Korps tatsächlich. So, die Yankees haben eine andere Idee über unsere Expedition und wollen unseren Vorschuss hier an dieser Brücke aufhalten. Eine gute Position tatsächlich. Wir haben keine andere Wahl, außer sie anzugreifen und die Höhen freizuräumen. Das klingt nach einer guten Idee. So, alles, was schon Stufe 3 ist, kommt auf jeden Fall raus. Also so viel kann ich gar nicht rausnehmen, weil dann. Schade, ich wollte eigentlich meine Dreier noch ein bisschen weiter schonen. Dann nehmen wir wenigstens eine von denen raus. Ich wollte auch beide schonen, noch schauen wir hier noch. Oh, nehmen wir das mit. So. Nehmen wir euch auch raus. Erstmal müssen wir natürlich überlegen, wie wollen wir da über die Brücke gehen. Weil hier von links kommen wir hier nirgendwo rum. Das hier ist effektiv isoliert. Hier ist auch nirgendwo, wo wir übers Wasser gehen könnten. Von daher haben wir da auch keine Chancen. Sieht auch nicht so aus, als ob wir hier irgendwie im Osten noch eine Furt hätten, die wir benutzen können. Von daher müssen wir hier massiert Artillerie auffahren, die ein bisschen rumbombardieren und dann hier über die Brücke gehen. Deswegen würde ich sagen, sammeln wir mal unsere Assault-Truppen. Hier in der Westseite. Unsere Tags eher so eine Ostseite erstmal. Und natürlich noch einen Assault da lassen. So. Scharfschützen. Vielleicht können die Scharfschützen hier wieder ein bisschen aufräumen, ohne Schaden zu erleiden. Den Gewicht auch mal ein bisschen weiter nach links schieben. So. Gut. Jedenfalls werden wir sehr viel Artillerie brauchen. Aber wir haben auch unsere dicken Wummen hier dabei. Die sollten aber auf jeden Fall im Wald bleiben. So. Dann schauen wir mal. So, du. Okay. Ich weiß nicht, ob die Gegner hier noch vor der Brücke noch irgendwelche Leute auffährt. Ich werde erstmal meine Leute durch den Wald gehen lassen und dann leicht verzögert kommt dann unsere Leute, die nicht im Wald stehen, kommen dann auch mit hinterher. Ach, komm. So, ich hoffe zuerst, ne? So. Dann kommt die ganze Artilleriehaufen, kommt dann hinterher.
Ihr wartet erstmal noch einen kleinen Moment. Scharfschützen können vielleicht mal ein bisschen vorrücken und scouten. Bisher sieht das nicht so aus, als ob hier Feindkontakt ist vor der Brücke. Weiter. Ja, ich soll schneller gehen oder nicht? Ja, seid ihr langsam? Habt ihr es von den Pferden runtergemacht, ja? Okay, macht ihr automatisch. Gut. Ich dachte, falls es noch eine Möglichkeit gibt, die das ein bisschen schneller machen zu lassen, weil wir erwarten jetzt nicht, dass wir jetzt in der nächsten Zeit schießen müssen mit denen. Beschleunigen wir es mal ein bisschen, anscheinend ist hier nichts los, sagte er, und auf einmal tauchen hier Scharmützler auf. Okay, das war anscheinend ein bisschen was Scharmützler im Wald. Auch gut. So, hier wartet man noch alle hier außer Sichtweite und hoffentlich außer Schussreichweite. Hier könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen anschauen. Ich zweifle, dass dann allein isolierter Anführer hier rumsteht. Warum ist dann alleine so ein Versorgungskarren da rumstehen? Stehe ich nicht so ganz. Sehen Leute, sehe ich gut.
Das ist nicht euer Leben und eure Gewehre wert. Ja, gehen wir mal weiter nach vorne. Können wir noch so über den Fluss ein bisschen rüberschießen mit unseren langen, reichweitigeren Waffen. So, okay. Ich kann, glaube ich, noch ein ganz kleines Stück nach vorne, dann seid ihr in guter Reichweite. Ihr müsst noch eine ganze Ecke weiter nach vorne. Ja, so weit wie es geht. Das ist auch noch ein Stück. Vielleicht können wir euch da aufstellen, dass wir das ein bisschen ins Kreuzfeuer nehmen können. Gefallen und stellen sich hier da auch noch in dem Wald irgendwie so auf. Die konzentrieren sich nur über den Fluss, über den dämlichen Flussübergang. Verdammt. Die wollen es mir nicht einfach machen, habe ich das Gefühl. Tja, so Leute, tut mir leid. Irgendwer musste ich hier da auch zum Scout-Zwecken da zum Schießen zur Verfügung stellen. Ich weiß, es ist bescheiden, aber. Wir müssen halt auch sehen, was da abgeht, damit wir unsere Geschütze schießen können. Meine Leute hier rechts sind total sinnlos hier in der Ecke. Deswegen werden wir die mal alle ein bisschen umpositionieren. Weil da bringen die nichts, ehrlich gesagt. Dann lieber noch eine Reihe hier machen, damit wir was, wenn wir dann mit dem Drüberstürmen anfangen, auch vielleicht mit einer ganzen Menge Leute drüberstürmen können. Ach, von dort kann man Punkte, um ein bisschen zu sehen, was da hinten abgeht. Das würde mich aber sehr freuen, wenn ihr da mal hingehen könntet. Dahin gehen, weil das da einigermaßen sicher ist. Das reicht. Welt nicht gesehen, sehr schön. Aber ihr seht ein bisschen was. Okay, meine Herren, Aufstellung beziehen bitte. Da überhaupt gar nicht geschützt sind. Nutzt alles nix. So, hier können wir gleich noch die Geschütze aufstellen. Noch ein bisschen weiter in den Wald. Warten wir mal, bis der wieder da ist, wieder zurückgedrängt wurden hier die Leute hier. Die können wir mit unseren normalen Leuten schon irgendwie erreichen. Und dann wollen wir hier mal koordiniert über die Brücke gehen. Das kann ja was werden. Ihr könnt aber auch noch auf die schießen. Ihr seid gerade so in Reichweite und die sehen euch nicht von den Bäumen, in denen ihr euch sehr gut tarnen könnt anscheinend. Freut mich. So. Na schön. Mal durch. Die ersten paar werden wahrscheinlich sich wieder zurückziehen wollen, aber das lässt sich jetzt leider nicht vermeiden. Wir müssen hier
rüber und da anfangen, ein bisschen was an Fläche zu gewinnen. Sonst stehen wir noch in ein paar Stunden. So, die Ohrmetall an die Brücke zum Decken. Habt ihr noch Moral und sowas? Ihr habt noch Moral. Ich kann mal die da aus ihrer Deckung treiben. Und hier den Wald da einnehmen. Und dann einmal hier so einen Bogen hier durch den Wald im Westen ziehen. Bist du da hinten überhaupt? Das ist alles zu weit weg, okay. Dann müssen wir ein Stück näher ran. Erlaubt, dass ihr euch mal wieder dazu zieht. Ich habe euch auch schon noch mehrmals die ausgewählte Gaffel auf F gedrückt, was muss ich sich eigentlich zurückziehen sollten, aber das wurde nicht entsprochen, leider.
Wald bitte. Geh schneller vielleicht. Ich bin ganz sicher, wo die Yanks schon wieder so viele Leute her haben. Nichts, wo ich die hintreiben kann, sodass sie in einer schönen offenen Fläche sind, weil überall nur noch Wald ist. Nur ein bisschen kaputt schießen können wir die noch.
meiste Artillerie von denen ausgeschaltet. Und wir haben jetzt unsere eigene ist jetzt auch aufgefahren und so. Auch wenn die nicht alle in idealen Positionen stehen. Hab ich gesagt, dass du da hinfahren solltest? Ich hätte schwören können, dass ich dir das erzählt habe. Dann kann man hier über den Fluss laufen, das habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Und Brigadier General Woods ist geknackt oder umgebracht, sehr schön. Wood. Ach, verdammte Axt. Genau. Unnötig. Fahren wir den gleich doch noch in den Rücken. Ihr seid ganz schön Arsch. Tauschen wir euch mal aus. Ich kann euch gut verstehen, ihr wollt da langsam mal raus, aber es gibt keinen Entkommen für euch. Schaffen es auch mit ordentlich Micromanagement und den ganzen Pferden da immer mal wieder noch ein paar Schüsse abzuliefern. Also eigentlich, Leute, die so auf engstem Raum gepfercht sind, sollten nicht so frei herumschießen können, hab ich gesagt. Aber Einheiten, die sich gerade in Bewegung befinden, haben so ein bisschen seltsames Verhalten, wenn sie schießen. Ein bisschen seltsames Verhalten dabei rauszufinden, ob die schießen dürfen oder nicht. Anders als wenn die stationär sind. Schafft es aber tatsächlich da durchzubrechen. Faszinierend. Ich meine, die fliehen formal, aber müssen wir das hier noch alles wieder umverteilen, weil die ja trotzdem schaffen, da durchzukommen. Das Dreck steht da recht gefährlich jetzt.
so viel zu dem Thema, die da einzuzäunen und von allen Seiten zu beschießen. Das war ich. Dann kann man das irgendein Plan, was schiefgelaufen ist. Auf einmal finden wir uns in der umgekehrten Stellung wie vorher. Wir befinden uns in der Feindstellung. Der Feind befindet sich, naja, nicht in unserer, aber in irgendeiner anderen sehr seltsamen Konstellation. Befestigung benutzen. Aber solange sie diesen Punkt dann ruhen lassen, ist mir das eigentlich relativ egal, was sie da machen mit ihrer Kavallerie. Dann kann ich tatsächlich auch diese Befestigung jetzt benutzen auf einmal. Das wird jetzt tatsächlich taktisch durchaus Sinn ergeben. Nee, nicht auf die. Oh Gott, sorry. Bitte nicht. Das ist ein eigener Trumpf von mir da. Auf gar keinen Fall, meine Herren. Könnte man auch eine Sache abkriegen, bitte? Ja. Sehr schön. Die Hälfte der Kills mit einer Salve. Ja, die wurden irgendwie ein bisschen schlecht, wenn wir benutzen diese Mission. Kommen wir super. Ja gut, wir werden nur die Infanterie jetzt hier aufräumen und dann werden wir aber auch gehen, weil das lohnt sich hier nicht, was wir hier tun. Die Kavallerie zu jagen ist, glaube ich, relativ sinnvoll. Und wenn die da unbedingt entkommen wollen, dann sollen sie das tun. Wir haben keine eigene Kavallerie, um die Karte zu jagen. Selbst wenn ich nicht eine Gruppe mitgebracht hätte, haben die drei, ne? Erstmal noch mal einen schönen Sturmangriff zum Schluss.
keinen Deutsch damit. Dappen, jetzt 200. Na, sehr schön. Dann schnell mal raus, der Dappen. Bevor ich wieder anders entscheidet. Wieder Verluste, 20%. Na, ich noch war in einer guten Stellung mit. Wir konnten über die Brücke rüber, hier ist null Deckung. Also war schon eine taktisch durchaus nette Position. Keine Frage. Aber mich lässt das Gefühl nicht los, dass ich irgendwas hätte besser machen können. Naja. So aufgeben hätte man der Verlust wahrscheinlich reduziert. Aber wie gesagt, der Plan, den ich schon seit Ewigkeiten befolge, ist immer möglichst viele gegnerische Einheiten auszuschalten, um den gegnerischen Manpower Pool möglichst weit nach unten zu treiben. Bisher ist das relativ gut gelaufen. Zielschießübungen auf Haaland, die da hinten nicht so ganz wissen, was sie jetzt noch tun sollen. Eigentlich ist es eine gute Position, sich zurückzuziehen. Das lasse ich ihn auch. Ja, ich werde es nicht noch hinterherjagen oder den da hinterherjagen. Wir werden einfach noch warten, bis hier das da drüben geklärt ist. Das hört sich auch so an, als ob wir das fertig sind. Sehr schön. Dann beenden wir diese Chose jetzt hier. Oh, Gegner haben immer noch doppelt so viel verloren wie wir. Aber ich finde, es geht. Okay, haben wir nochmal 1000 dazu. Jetzt nicht ganz die Verluste, wir hatten, glaube ich, ein bisschen mehr als 6000 Verluste. Oh, na gut. Dann müssen wir einen Ersatz für Wood finden, der leider verstorben ist. Aber das werde ich wieder offscreen machen, die Leute aufstocken. Egan und Palmer haben es beide auf Stufe 3 geschafft. Ja, 2 geschafft, wir waren vorher Stufe 1 anscheinend. Schade, auf 3 hat es keiner geschafft. Traurig, ganz traurig. Naja, egal, gut. Liegt wahrscheinlich daran, dass Leute wie Siegfried haben trotzdem wieder jede Menge Leute umgeschossen irgendwie, ja? obwohl die schon Stufe 3 sind. Stufe 3 ist aber halt auch gut. Ja, Harden auch, ne? Also, wir brauchen nicht noch mehr Erfahrung. Naja, gut. Egal. Jedenfalls in der nächsten Folge gibt es dann ein weiteres kleines Scharmützel. Und dann noch eins. Und dann... Nicht noch eins, sondern dann geht es in die nächste Jurassic-Schlacht, aber das sehen wir dann in ein paar Folgen. Bis dann. Tschüss.